Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Valentinstags-Edition von der Glossybox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe da richtig Bock drauf, Leute, denn ich weiß, dass da ein Produkt von Huda Beauty drin sein wird. Die Box kostet normalerweise 35 Euro, wenn du ein Abo hast, 45 Euro, wenn du kein Abo hast und mit dem Code CLAUDIALIMITED kannst du 5 Euro sparen, wenn du kein Abonnent bist und bekommst die Box für 40 Euro. Der Warenwert soll 180 Tacken sein oder über 180 Euro und ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Huda Beauty Produkt. Was wollte ich noch sagen? Ich habe eine Kooperation, habe sie dementsprechend zur Verfügung gestellt bekommen, um sich vorzustellen. Und weil es eine Kooperation ist, verlose ich in diesem Video auch wieder etwas. Entweder verlose ich nochmal so eine Box, wenn ich die nochmal bekomme. Ansonsten ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, schönes Design auf jeden Fall. In Love with Life. Also man ist quasi in das Leben verliebt. Die Frau sieht auf jeden Fall auch so aus, als wäre sie glücklich und als würde sie ihr Leben genießen. Ich mag das einfach, wenn man den Leuten ansieht, dass sie auch mit den Augen lachen. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, genau, das ist schön. Das mag ich gerne leiden. Ich habe jetzt auch einfach mal den Deckel so entfernt. Die Glossybox ist normalerweise so eine Abo-Box, falls du die nicht kennen solltest, die monatlich erscheint, ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat kostet und enthält normalerweise dann 5 Beauty-Produkte, die aber deutlich höher sind als das, was man, also vom Wert her, das sind höher sind, was, als das, was man für die Box dann bezahlt. Ne? Also du hast immer ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, musst aber auch so ein bisschen hinnehmen, dass du dich überraschen lässt. Und das ist tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Das war auch mein erstes Video auf diesem Kanal vor bald 5 Jahren, Leute, vor 4,5 Jahren, ne, war ein Glossybox Unboxing. Richtig krass. Richtig krass. Under the Sea 2018. Riecht nach Papier. Würde ich sagen. Okay, hier haben wir dann einfach mal den ersten Blick. Hier haben wir einen Flyer Valentine's Day Limited Edition. Hey Glossy, fall in love with yourself. Dieser Valentinstag wird ein ganz besonderer, denn du stehst im Mittelpunkt. Mit dieser wunderschönen Box und ganz viel Beauty-Liebe feiern wir dich und deine Schönheit. Ja, und dann kannst du halt online das Magazin dir anschauen und die Produkte dann erfahren, entdecken, wie auch immer. Sammy tapert sich da vorne ein zurecht. Ich habe auch keine Ahnung, was der junge Mann manchmal hat. Ne? Der ist heute hier mit mir und ist ein bisschen, ja, verpeilt. Ganz wie Frauchen. Okay, wir haben ja ein wunderschönes, sehr leuchtendes, orangenes Seidenpapier. Und da machen wir mal das klassische Seidenschleifchen auf und öffnen auch den Klebi, der das Ganze zusammenhält. Und hier sehen wir den Blick in die Box Alto Belly. Und das ist auch richtig schwer, ne? Das ging kaum zu. Das ist Wahnsinn. Okay, also als erstes haben wir von 111 Skin Augenpatches Cryo Deep Puffing Eye Mask. Das finde ich toll. Die werde ich auch brauchen und im Aufgebraucht-Video Februar werdet ihr dann sehen, wie ich die so fand. Muss ich schauen, aber die Marke ist sehr, sehr hochpreisig. Und so eine Goldmaske oder Rose Gold Maske davon hatten wir auch schon öfters mal in der Glossy Box oder in der Look Fantastic Box. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Wird ausprobiert. Dann habe ich hier etwas drin von Monu Skin. Das ist witzig. Den habe ich doch eben erst in den Händen gehalten, als ich die Look Fantastic Beauty Box ausgepackt habe. Da haben sich die beiden Schwestern ja ganz toll abgesprochen. Nicht. Da habe ich mich nämlich gefragt, 50 Milliliter sind hier drin enthalten, ne? Ob das jetzt ein Primer ist oder ob das dann fürs Gesicht generell sein soll, weil das macht quasi Strahlkraft und strafft. Ja. Ja. Okay. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt eine Creme ist oder nicht. Könnte ich jetzt ja mal theoretisch, wenn ich ganz blöd bin, einfach in diesem Glossy-Magazin mir nachschauen. Ne? Das heißt, ich nehme das Moped hier, Handy, QR-Code, scannen, zack. Weil dafür ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ja immer ganz gut. Ne? Da steht ja nicht nur, was sich die Leute beim Boxenpacken gedacht haben. Da steht sogar noch ein bisschen mehr auch mit dabei. Ist doch auch schön. Oh, das ist ein schönes Produkt, worauf ich mich schon sehr freue. Da, Beauty Bomb von Monu Skin. Verliebe dich jeden Morgen in dein Spiegelbild. Dieser verwöhnende, cremige Balm gibt dir den nötigen Beauty Boost dafür. Dank seiner innovativen Mischung aus ätherischen Ölen und von Neroli und Süßorange revitalisiert er deinen Teint und stimuliert die Haut.
leistungsstarke Wirkstoffe wie Vitamin E, das ist das Schönheitsvitamin, Glycerin und Natriumhyaluronat helfen, die Poren zu verengen, beruhigen die Haut und wirken optisch straffend. Einfach der perfekte Pflegestart in den Tag. Jeden Morgen eine kleine Menge auf die gereinigte trockene Gesichtshaut, den Hals sowie das Dekolleté auftragen, über die Feuchtigkeitscreme oder stattdessen applizieren. Und das Ding kostet einfach mal 50 Tacken. Wow. Okay, also wird weiter wandern. Bin ich ehrlich, ich habe da einfach eine andere Hautpflege und ich glaube, wenn ich Neroli am Morgen rieche, ist das nicht ganz so meine Welt. Das hier muss jetzt noch ein bisschen warten, denn alles, was so Säuren angeht, sollte ich jetzt in der Stillzeit nicht verwenden, weil das noch nicht ausreichend getestet ist, sodass ich da noch nicht weiß, was es theoretisch mit meiner Haut oder wie auch immer mit der Muttermilch anstellen würde. Von Jungglück, das BHA Peeling mit 100 Millilitern, das ist quasi eine Full-Size, das ist Wahnsinn, Leute, haben wir hier einfach mal drin enthalten, ne? Das ist richtig klasse. Richtig, richtig klasse, weil es halt auch einfach nicht günstig ist. Und da haben wir das einfach in dieser Box drin. Ich weiß nicht, ob das Produkt allein schon die 35 Euro wert ist. Hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und sowas testet euch da vorsichtig dran. Ne? Da solltet ihr jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett diese Geschichte verwenden, sondern langsam anfangen und gucken, ob deine Haut es verträgt. Ich habe dazu auch schon mal ein komplettes Video mit Dalton in Kooperation gedreht. Da könnt ihr mal gerne im i vorbeischauen. BHA ist quasi Salicylsäure. Das ist so porenverfeinernd und entzündungshemmend und so. Damit quasi deine Haut gereinigter und klarer aussieht. Und sollte gerade bei mir mit meiner trockenen, sensiblen Haut wirklich super vorsichtig verwendet werden. Und ja, ist aber schön, dass es hier mit drin ist. Muss ich wirklich sagen. Ich finde es klasse. Und vor allem, dass es halt auch so eine große Größe ist. Schon schön. Dann habe ich hier was für die Haare drin von Schwarzkopf. Fiber Clinics Tree Bond Hydrate Technology 50 ml für normales bis trockenes Haar, was ich habe. Das wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Finde ich schön, dass wir hier so ein Shampoo mit dabei haben. Kann ich dann auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Dann haben wir etwas hier drin von The Balm. Meet Matt Hughes Long Lasting Liquid Lipstick Sincere 1,7 ml. Schöne Farbe, gar keine Frage. Wird auch super zu meinem Outfit heute passen. Ich bin aber kein Fan von Liquid Lipsticks, einfach weil ich kein Fan von diesen super trockenen Texturen bin. Hier habe ich von CRT London, witzig. Wonder Wand Mascara, 3,5 ml. Ich habe da ein komplettes Fullface schon mit geschminkt mit der Marke. Ich weiß nicht, ob ich die dann auch schon verwendet habe. Sieht fast so aus. Ich werde das jetzt einfach so mal behauptet. Ich habe euch das Schminki mal verlinkt, denn tatsächlich hat mich Glossy Box, Look Fantastic Beauty Box und so dazu animiert, eben dieses Fullface zu schminken, weil die halt recht häufig diese Marke in den Boxen drin hatten. Und dann hatten wir sogar in einem Glossy Box Adventskalender auch mal eine Lidschattenpalette davon, diese I'm a Woman und sie hat Superpower. Und dann habe ich halt ein Fullface dazu geschminkt. Und das ist echt gut geworden, ne? Richtig cool. Diesen Pinsel habe ich schon selber, weil der auch echt gut ist. Da habe ich das komplette Pinselset von. Von Lovia, das Prime Vegan Candy Pinselset. Und das hier ist der Blush Brush, die Nummer 213. So ein abgeschrägter Pinsel. Sehr, sehr schönes Pinselset. Sehr, sehr schöner Pinsel. Ist toll, dass der mit drin ist. Und der ist hier auch mit drin, weil wir hier einen Blush drin haben. Und das passt dann natürlich sehr gut. Von Huda Beauty Glowish Cheeky Vegan Blush Powder. 2,5 Gramm. Oh, also das ist so genial, dass wir den hier drin haben. Farbe 01 Healthy Peach. Jetzt habe ich ihn endlich hier. Ich wollte ihn mir so oft schon bei Sephora kaufen. Ne? Ja, und jetzt habe ich ihn durch die Glossy Box hier, was ich so schön finde. Ich weiß nicht, ob das eine Travel Size ist. Der sieht recht klein aus. Aber gut, ich mag den. Der ist ja hübsch, ne? Oh, wie schön. Ja, dezent, aber auch wieder passend zu meinem Look, ne? Dieses zarte. So. genau. Ja, schön. Oh, da freue ich mich drüber, muss ich wirklich sagen. Das ist richtig geil. Und wegen solcher Produkte, finde ich, sind Beautyboxen halt immer eine schöne Investition, ne? Gut, das hier ist jetzt eine Special Edition, aber wir haben auch manchmal Glück und haben sowas in den regulären Abo-Boxen drin von Glossy Box. Freue ich mich drüber. Wirklich sehr. Und ja, jetzt mache ich weiter. Hier habe ich noch was Großes. Das ist auch das letzte Produkt, was hier auch den Raum schon so ein bisschen erfüllt. Das ist nämlich eine Duftkerze. Oh, die riecht sehr, sehr gut. Wobei, das ist keine Duftkerze, das ist ein, wie nennt sich das?
eine Massagekerze von Never Not. Von Never Not, da kennen wir doch diese, ja, OBs, also nicht OBs, diese Tampons, die man sich einführt und dann kann man theoretisch damit schwimmen gehen oder eben auch, ne, Knickknack machen. Believe my body, my mind, my power von Never Not. Und da haben wir nämlich hier so einen Ausgießer und dann machst du die Kerze an, dann verflüssigt sich das ein bisschen und dann kann man sich dieses Öl dann in die Hände geben und entweder als normales Körperöl verwenden oder halt zum Massieren auch nehmen. Das riecht sehr angenehm. Ich weiß gerade nicht, an irgendwas Schönes, was ich halt auch kenne vom Duft her, erinnert mich. Das ist sehr orientalisch auch. Ich mag das gerne. Also es passt überhaupt nicht zusammen mit dem Design von dieser Kerze, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ne? So würdest du eher denken, das riecht vielleicht eher so orangig, vielleicht Richtung Weihnachten oder so, aber so ist das nicht. Es riecht nach einem orientalischen Sommerabend, würde ich das so beschreiben. Mag ich gerne leiden. Richtig, richtig toll. Aber ist halt eine Massagekerze und keine reguläre Kerze. Das heißt, du kannst sie nicht einfach anmachen und abbrennen lassen, sondern man muss dann immer dieses Öl auch entsprechend abnehmen und dann auch verwenden. Alles andere macht ja auch keinen Sinn bei so einem hochpreisigen, wahrscheinlich hochpreisigen Produkt, ne? Das war jetzt der Inhalt von der Box und ich muss sagen, dass ich den toll finde. Also wir haben hier schöne Produkte für Kopf bis Fuß drin. Wir haben für die Haare, fürs Gesicht, dekorative Kosmetik. Dann so ein Körperprodukt, was ein bisschen fancy-pansy ist. Diesen coolen Blush. Wir haben die Augenpads. Also schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, falls euch die Produkte interessieren. Der Warenwert und das, was man für die Box bezahlt, ist halt wirklich ein geiles Verhältnis. Da haben wir wirklich ein Schnäppchen, ne? Schaut auch gerne mal in der Infobox bei mir vorbei. Und ja, das war's dann hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!